Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo. Heute zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve ganz einfach deinen Ton pegeln kannst, damit sich das am Ende nicht so anhört, sondern dass man auch versteht, was da gesagt wird. Ich habe hier, wie ihr seht, schon einen fertigen Schnitt vorbereitet. Ich habe hier drei verschiedene Audiospuren, auf denen ich arbeite. Diese kann ich mir hier vergrößern, indem ich hier einfach reingehe und das hier größer ziehe. Wenn ich mir alle Spuren vergrößern möchte, kann ich hier reingehen und kann hier die Audiospuren zum Beispiel größer ziehen. Das gleiche geht auch mit den Videospuren, aber ich mache das in dem Fall jetzt nur mal für die Audiospuren, weil es darum geht. Ich klicke mal hier rein, dann verschwindet das auch wieder und schieb mir das mal ein bisschen hoch, damit wir auch alles sehen. So, und ich habe jetzt hier drei verschiedene Audiospuren. Ich kann mir die einzeln anhören. Wenn ich hier auf das S klicke, dann wähle ich die Solospur an. Auf der Spur liegt Mucke. Auf der nächsten Spur. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Auf der zweiten Spur liegt mein Voice-Over. Und auf der dritten Spur liegen Soundeffekte. Diese Spuren kann ich jetzt auch benennen, indem ich hier drauf gehe und hier zum Beispiel einfach Musik eingebe. Dann klicke ich hier auf Audio 2, sage hier, das ist mein Voice-Over, VO, und das sind meine Soundeffekte, SFX. Jetzt wäre es auch ganz schön zu sehen, ob das Audio zu laut ist. Es ist zu laut, also es knallt hier alles ganz schön rein bei mir. Ich klicke mal hier oben rechts auf den Mixer, da gehe ich einmal drauf. Und dann zeigt er mir hier den Mixer an. Und im Mixer sehen wir schon, wenn etwas übersteuert ist. Dann schlägt das nämlich hier oben rot aus und bleibt rot. Also hier dieser rote Strich, der hier über eurem Balken ist, der bleibt dann quasi rot. Und ich spiele es nochmal ab. Und wir sehen, dass der hier übersteuert ist. Also unser Audio ist hier deutlich zu laut. Das heißt, ich gehe jetzt mal mit meiner Maus hier rüber über diese weiße Linie. Dann erscheint hier so ein Pfeil nach oben und nach unten. Und den könnt ihr einfach anfassen und könnt euch den runterziehen. Und ihr seht auch schon, die Waveform verschiebt sich hier auch. Ne? Daran erkennen wir, jetzt wird es leiser. Wir erkennen das auch daran, dass da minus 7,21 Dezibel steht. Jetzt habe ich den Ton auf minus 7,21 Dezibel gepegelt. Wenn ich jetzt loslasse, ist der Ton so laut. Wir können natürlich auch den Inspektor hier oben anmachen, ne? Also hier oben rechts, wenn wir hier reingehen, dann wird uns der Inspektor angezeigt. Und wenn wir auf das Audio klicken, dann sehen wir zusätzlich den Pegel, ne? Hier minus 7,21. Und ich kann den natürlich hier noch, kann das auch hier rüber quasi verschieben. Also ihr müsst das nicht in dem Fenster machen. So, jetzt hören wir uns das nochmal an. Es gibt sehr viel Video. Die Musik ist immer noch zu laut, beziehungsweise mein anderes Audio ist zu leise. Ich kann mal hier meine ganzen Spuren auswählen und kann das hier mal generell ein bisschen lauter ziehen. Ich habe alles ausgewählt und ziehe mir das jetzt mal hier hoch auf 420. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Vielleicht pegel ich das hier noch weiter runter. Ich mache das mal hier auf minus 13,66. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie... So, jetzt ist die Musik wirklich im Hintergrund. Jetzt möchte ich gerne hier noch mein Voiceover anpassen. Ich markiere mal mein ganzes Voiceover. Ist ungefähr gleich laut, sehen wir da. Und kann mir das dann hier bei Volume einfach lauter ziehen. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Genau, dann kann man noch einzeln hier reingehen und theoretisch das hier noch. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Für diese einzelnen Clips hier lauter ziehen. Wichtig ist, dass es nicht zu sehr nach oben ausschlägt, ne? Weil dann ist es übersteuert. Das heißt, ich gucke, dass das hier alles irgendwie einigermaßen aufeinander abgestimmt ist. Und gleich werden wir noch einen Hard Limiter reinhauen, das zeige ich euch dann später. Und der sorgt eben dafür, dass das gar nicht übersteuert. Aber das machen wir im nächsten Schritt. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier grob aufeinander abstimmen. So, da haben wir hier unten noch unsere Soundeffekte. Ich stelle die Spur hier unten mal auf Solo und höre mir das mal an. Genau. Und da hören wir schon, die sind alle echt unterschiedlich laut. Und ich möchte die hier ein bisschen hochziehen, so dass die ungefähr alle die Lautstärke haben. Das mache ich manuell, wir sehen das.
Ich ziehe die ungefähr alle auf die gleiche Lautstärke und den hier muss ich ganz besonders weit hochziehen, weil er sehr leise ist. So, und jetzt höre ich mir das nochmal an. Das hört sich jetzt ganz gut an. Noch eine Sache möchte ich jetzt machen. Ich möchte das Audio hinten ausfaden lassen. Ich mache die Solospur mal aus, gehe mal nach hinten. Genau, das bricht hier zu abrupt ab. Das heißt, ich möchte hier gerne einen Übergang einfügen oder eine Blende, quasi das Audio ausblenden. Wenn ich hier über diesen Punkt gehe, wir sehen das nochmal, ich mache das nochmal langsam vor, dann kommt hier dieser Doppelpfeil. Ich klicke das mit der linken Maustaste an, das wird dann rot und dann kann ich das hier zuziehen. Und jetzt blendet er das schön aus. Genauso kann ich das hier vorne auch machen und hier so eine leichte Blende machen, um das einzublenden. Es gibt sehr viel Videocontent. Ich mache das hier nochmal ein bisschen lauter. Videocontent. Jeder will dir. Ich pegel das nochmal runter, damit das hier nicht zu sehr reinknallt. Content. Das schlägt jetzt hier noch aus, ist aber egal, das regle ich gleich über den Hard Limiter. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Doch viele wissen selbst nicht so genau, was sie da eigentlich tun. So, und was man jetzt im Schnitt macht, im Klassischen, ist, dass man immer, wenn hier so Pausen dazwischen sind, dass man dann die Musik in den Pausen hochzieht. Das können wir ganz einfach machen, indem wir auch wieder hier auf unsere Linie gehen. Ne? Dieser Doppelpfeil erscheint hier. Ich halte die Alt-Taste bzw. bei Mac die Optionstaste auf meiner Tastatur gedrückt und klicke hier rein. Und wir sehen, er macht dann Keyframes. Und wenn ich jetzt hier viermal reinklicke, dann hat er mir jetzt hier so eine Insel gebaut. Ne? Also ich habe jetzt hier vier Keyframes, das sehen wir noch nicht. Das sehen wir jetzt erst, wenn ich das hier runterziehe bzw. raufziehe. Ich möchte, dass es hier lauter wird. Dann sehen wir, jetzt haben wir hier zwischen diesen Keyframes diesen Teil hier hochgezogen und unser Audio wird dann lauter. Ich spiele es mal vor. Wie man schneidet. Doch viele wissen selbst nicht. Ich kann diese Keyframes jetzt auch noch verschieben. Ich kann die anwählen und hier noch ein bisschen nach rechts schieben, ne? Damit das hier nicht mit dem anderen Audio kollidiert. Doch viele wissen selbst. Ist vielleicht auch ein bisschen laut. Ich ziehe es hier noch mal ein bisschen runter. Genau, 3,56. Doch viele wissen selbst nicht so genau, was sie da eigentlich tun. Hier soll es dann wieder lauter werden. Options- bzw. Alt-Taste drücken. Wieder vier Keyframes setzen, ne? Wie so eine Insel. Und die dann hier wieder hochziehen. Verschwende nicht deine Zeit. Das ist jetzt schon die halbe Miete. Wir haben jetzt unser Audio jetzt hier relativ einfach gepegelt. Jetzt können wir natürlich das noch fein justieren. Dafür müssen wir unten auf Fairlight gehen, auf den Reiter, also raus aus unserem Edit-Reiter. Wir gehen rein in Fairlight und gucken mal, was wir hier noch für Möglichkeiten haben. Wir sehen hier unsere verschiedenen Spuren. Audiospur 1 ist unsere Musik, Voice-Over und SFX, das haben wir uns eben ganz toll benannt. Und jetzt kann ich hier auch diese Spuren wiederfinden. Ich fahre das hier mal ein bisschen aus, kann hier so rübergehen, kann diesen Mixer hier ein bisschen breiter ziehen. So, und jetzt sehe ich hier ganz schön, dass ich mir mal hier ein bisschen kleiner bzw. schließe mal den Media Pool. So, und jetzt haben wir Platz zum Arbeiten. Ich möchte jetzt vielleicht als erstes mal unser Voiceover anpassen. Das liegt auf meiner Audiospur 2, A2. Die finde ich auch hier wieder, A2. Und ich kann jetzt hier in Dynamics mal einen Doppelklick machen. Und kann hier jetzt bestimmen, wie laut das sein soll. Vielleicht stelle ich die Spur mal auf Solo, damit ich nur diese Spur höre. Es gibt sehr viel Videocontent. Und wir sehen, es knallt hier direkt raus. Es ist super laut. Ich möchte gerne, dass das hier nicht so laut ist. Deswegen stelle ich mal hier den Limiter ein. Stelle mal hier die Attack irgendwie relativ weit runter. Release stelle ich auch mal relativ weit runter. Doch viele wissen selbst nicht so genau, was sie da eigentlich tun. Wir sehen, er sorgt jetzt dafür, dass wir hier nicht aus diesem Bereich ausbrechen. Ich stelle es mal hier auf 5. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Doch viele wissen selbst nicht so genau, was sie da eigentlich tun. So, und das hört sich jetzt für mich schon ganz gut an. Es gibt hier noch eine Dialog-Compression, die können wir noch einstellen. Genau, den Limiter nicht vergessen. Den hat er jetzt gerade hier schon entfernt. Ich stelle das hier wieder so ein. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. So, und dann ist das fein für mich. Ich gehe mal hier raus und widme mich jetzt mal der Musik, beziehungsweise ich stelle es hier erstmal aus und höre mir nochmal alles zusammen an. Es gibt sehr viel Videocontent. Und wir merken, dass die Musik insgesamt noch zu laut ist.
Ich kann nochmal hier in mein Edit reingehen und kann das hier insgesamt noch ein bisschen runterziehen. Gut, das kann man jetzt alles ganz gut verstehen. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Vielleicht setze ich hier auf meine Soundeffekte noch leichte Blenden, ne? Wenn ich hier diese Kanten anfasse, dass das nicht ganz so doll reinknallt irgendwie. Das ist zwar ein bisschen der gewünschte Effekt auch, aber so sieht das doch schon besser aus. Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier unter dem Punkt EQ unser Audio weiter anzupassen. Wir können hier zum Beispiel den männlichen Dialog auswählen. Und wir sehen schon, was passiert. Er optimiert hier jetzt unsere Stimme. Jetzt können wir nochmal in unsere Musik gucken. Und kann hier den Music Master einstellen, Top End Boost. Wir hören uns das mal an. Es gibt sehr viel Videocontent. Jeder will dir erzählen, wie man schneidet. Doch viele wissen selbst nicht so genau, was sie da eigentlich tun. Verschwende nicht deine Zeit. Lerne direkt vom Profi. Abonniere jetzt meinen Kanal. So, und das gefällt mir ganz gut. Das könnte ich jetzt so ausspielen, ne, indem ich hier auf Deliver gehe oder einen Quick Export vornehme. Direkt aus dem Edit-Fenster könnte ich hier auch einen Quick Export machen und könnte mir das Video jetzt hier ausspielen. H264 Master, zack, ausspielen und dann könnte ich das entsprechend hochladen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwas unklar sein sollte, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ich werde dir dann zeitnah antworten. Falls dir dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald.